Vor ein paar Tagen im australischen Fernsehen, Knoblauch macht Nonsens platt. Hast du dir da 8 Booster reingeknallt und erfährst jetzt, du sollst Knoblauch nehmen und das Thema ist erledigt. Die Leute müssen sich sowas von verarscht vorkommen, wenn die das hören. Deswegen gibt es nur eine Möglichkeit für die und das ist jetzt erst recht noch weiter bis zum letzten Mann. Durchhalten, 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 dissoziieren, abspalten. Man baut sich eine neue Pseudologik auf, mit der man sich das irgendwie schwachsinnigst erklärt. Vorher war halt, jedes Leben zählt. Davor war mal only my body, my choice. Da siehst du, wie das hypnotisch umgedreht wird von den Leuten. Auf einmal ist das alles scheißegal. Wird dann auch schon in Foren diskutiert, Leute abzuholen und den Lager zu sperren. Und Nietzsche hat ja gesagt, die größte Krankheit ist in der Regel aus der Bekämpfung einer Krankheit entstanden. Das passt hier auch. Kein Mensch oder Tier kann einen Killerkeim einschleppen und dadurch eine Krankheitswelle auslösen. Der Patient Null ist eine Erfindung der Pandemie-Ideologen. Die Spaltung plus Panikmodus, in dem die Leute quasi wie drin gehalten werden und Ausweglosigkeit, dann bist du auch bereit, alles zu machen. Du bist dann auch unheimlich leicht zu konditionieren. Da läuft jetzt halt der Hase hin und ich möchte nicht unangenehm auffallen, weil verstoßen werden ist eine der schlimmsten Strafen, die Menschen haben können, weil das ist auch gleich wieder Tod. Wenn man in diese Richtung Schauberger guckt und Tesla und so weiter, was da alles passiert ist, dann hast du keine Fragen mehr und dann ist das klar, was läuft.